Herzlich willkommen bei Push. Mein Name ist Helene und in dieser Folge geht es um die Wechselwirkung von sozialen Medien und Corona. Wir wollen herausfinden, welche Rolle soziale Medien während der Pandemie spielen, wie wir soziale Medien nutzen, wie wir sie nutzen sollten und wieso auf einmal Leute auf den Wendler hören. Wir haben alle viel gehört von Corona-Verschwörungstheoretikern. Wir haben alle viel mitbekommen über den Wendler, was alles geschrieben wird. Ich persönlich kenne überhaupt niemanden. Ich weiß gar nicht, was genau diese Leute glauben, was sie sich gegenseitig erzählen und würde das aber ganz gerne mal rausfinden, denn sie bestimmen diese Debatte ja auch mit. Deswegen habe ich einen kleinen Selbstversuch vor. Die nächsten Tage werde ich in den berühmt-berüchtigten Telegram-Gruppen mitlesen und dokumentieren in einem Videotagebuch, was ich so mitbekomme, was die Leute so schreiben und wie da die Dynamiken sind. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ich weiß nicht, ob ich sie danach besser verstehen werde, aber ich hoffe, ich werde wenigstens wissen, worum es geht. Heute ist Tag 1 meines Telegram-Gruppen-Selbstversuchs. Ich sitze noch am Frühstückstisch, genieße noch meinen ersten Kaffee. In den Gruppen wird schon ziemlich viel geschrieben. Ich verfolge den Tag über mal die Nachrichten und bin gespannt, was ich jetzt in den nächsten Tagen so zu lesen bekomme. Ich wollte euch mal erklären, wie man überhaupt in diese ganzen Chats kommt. Am Anfang muss man sich eigentlich einfach erstmal Telegram runterladen, da kann man sich dann ganz normal anmelden, so wie bei WhatsApp. Viele haben das ja auch einfach als Nachrichtendienst. Dann muss man diesem Channel beitreten. Ich habe es jetzt einfach gegoogelt. Ich habe bei Attila Hildmann angefangen, habe ich einfach seinen Telegram-Channel gegoogelt und dann kriegt man ganz schnell einen Link, über den man reinkommt. Und dann ist es halt so, dass in diese Gruppen teilweise und manchmal auch in diese Channel einfach alle ganz viel teilen aus anderen Channels und Gruppen und darüber kann man dann immer weiter in diesen ganzen Verschwörungstheoretiker-Sumpf quasi reinkommen. Hier ist jetzt zum Beispiel der Channel vom Wendler. Jetzt sieht man ja, dass er hier was reingepostet hat von Fakten, Frieden, Freiheit und dann kann man einfach da draufklicken und direkt ist man in dem Fakten, Frieden, Freiheit-Channel, der augenscheinlich auch eher komisch ist und dann kann man hier unten auf Beitreten klicken und schon ist man mit in der Gruppe, also so schnell kann es gehen. Es ist jetzt der Nachmittag vom ersten Tag, es werden richtig viele Nachrichten geschrieben, das hätte ich nicht gedacht und es nervt auch ehrlich gesagt ein bisschen, also ich habe es jetzt alles erstmal auf stumm geschaltet und zeige euch jetzt mal, was da so reingeschrieben wird. Hier ist jetzt natürlich Merkel in einer sehr illustren Reihe zu sehen und was ich besonders krass fand, hier wird dann auch so ihr Privatsitz reingeschickt als Karte, also quasi so nach dem Motto, hier wohnt der Feind, hier müsst ihr hin, aber auch so geht es ziemlich ab. Ihr seht, ich bin echt überall mit dabei, vom Wendler über Eva Herrmann bis zu Attila Hildmann und bleibe die nächsten Tage dran. Ich treffe jetzt Vivian, sie ist Politik-Influencerin und wir reden darüber, welche Verantwortung Influencer mit ihrer hohen Reichweite in den sozialen Medien auch während der Corona-Krise haben. Hi, schön dich zu sehen. Hi, da haben wir uns das beste Wetter ausgesucht, ja. Muss ich sagen. Vivian, du hast ja schon eine recht hohe Reichweite auf Instagram. Hast du das Gefühl, deswegen hast du auch eine höhere Verantwortung oder meinst du, es reicht einfach, gute Bilder zu posten und Content zu kreieren? Jeder, der eine hohe Reichweite hat, hat Verantwortung. Also es betrifft ja nicht nur Influencer im klassischen Sinne, sondern auch Promis, Sportler, die irgendwie bekannt sind, Politiker, ganz klar. Kommt immer ein bisschen auf die Rolle an, die man da einnimmt. Aber wie wir, glaube ich, alle mittlerweile wissen, auch die älteren Generationen, dass klassische Influencer oder Menschen mit hoher Reichweite, wenn wir es mal so definieren, ziemlich viel Einfluss haben können auf gewisse Zielgruppen, zu gewissen Themen. Und wenn man Einfluss nehmen kann und Veränderungen anstoßen kann, dann hat man sie auch zu verantworten, zu einem gewissen Grad. Also ja, ich habe Verantwortung und andere mit anderer hoher Reichweite haben auch Verantwortung. Okay, du bist dir dessen jetzt so bewusst. Hast du das Gefühl, dass jetzt in der Corona-Krise viele Influencer verantwortungsvoll auch damit umgegangen sind? Weil ich habe schon das Gefühl, man hat häufiger noch gesehen, dass da vielleicht noch ein paar Treffen waren oder nicht alle immer eine Maske auf hatten. Und natürlich verstehe ich, dass Politik nicht für jeden
das Hauptthema Nummer eins ist, aber sie haben ja eben diese große Reichweite. Ich glaube, den Fehler, dass man Influencer über einen Kamm scheren kann, sollte man nicht machen, weil genauso wie wenn man sagt, die Promis oder die Sportler, ist es natürlich immer hochindividuell, weil jeder irgendwie so eine andere Nische für sich besetzt. Zu deiner ersten Frage, ob sie sich der Verantwortung bewusst sind, ich glaube nicht alle. Weil der große Unterschied zu klassischen Promis versus klassischen Influencern ist natürlich, dass man aus dem Kinderzimmer, aus dem Jugendzimmer von zu Hause aus in diese Rolle reingewachsen ist und dass das Privatleben auch gar nicht mehr trennbar ist von dem, was man da beruflich eigentlich macht. Das ist ja irgendwie auch von Privat zum Beruf irgendwie so, das hat sich so ergeben, sage ich mal, bei vielen. Ja. Ne? Ansonsten kann ich die Frage aber nicht beantworten, weil es gibt so viele. Manche werden es, sag mal, so machen, wie du gesagt hast, aber andere wiederum halt auch nicht. Also, das ist wie bei normalen Menschen auch. Also das lässt sich so gar nicht beantworten. Aber dann kann es halt schon sein, dass dadurch, dass manchen diese klassische Schule, die vielleicht Promis vor allem haben, also Zeitungsinterviews, Fernsehauftritte so ein bisschen fehlt, oder? Dass durch soziale Medien man vielleicht sich nicht immer bewusst ist, dass man diese Riesenreichweite hat, weil es sich nicht so anfühlt. Ja, ich denke schon. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den du da jetzt gerade ansprichst, weil man da immer in einem privaten Raum da trotzdem reinwächst, aber trotzdem im privaten Raum bleibt. Also man hat ja nie eine Bühne irgendwie oder ich sag mal seltener Fernsehauftritte, sondern du hast deine eigene Reichweite geschaffen. Influencer sind wie so ein personifiziertes Medienunternehmen mit dem Unterschied, dass sie keine weiteren Strukturen haben in der Regel. Manche haben auch Angestellte, aber ich glaube, dieses Gefühl, dass man zu Hause privat ist, dass man Teile seines Privatlebens teilt, das ist der große Unterschied zu klassischen Promis. Weshalb viele sich auch anders dann verhalten mit den Inhalten, die sie dann teilen, ja. Ich hatte das Gefühl, durch Corona saß ich deutlich mehr vor dem Bildschirm. Also natürlich, weil einfach vieles online noch stattfindet, aber auch Instagram hat angefangen, eine größere Rolle zu spielen. Das ist ja dann eigentlich komisch, dass quasi in einer Zeit, in der vielleicht mehr Leute auch anfangen, Influencern zu folgen, die weniger Content haben können. Hast du das irgendwie gemerkt? Hast du mehr Follower bekommen? War die Interaktion anders dadurch? Mehr Kommentare, mehr Diskussionen? Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass sich Social Media extrem politisiert hat. Mhm. Oder speziell Instagram. Ja. Also ich meine, Twitter ist sowieso schon politisch, aber Instagram speziell. Dass so richtige Dynamiken entstehen. Dass die Leute jetzt auch mehr anfangen, sich politisch zu äußern. Auch unabhängig davon, ob sie Influencer sind oder nicht. Also auch Freunde plötzlich äußern sich jetzt zu politischen Themen, teilen das. Was auch damit zusammenhängt, dass vor allem auch die ganzen Medienhäuser jetzt bei Instagram sind. Vor 3 Jahren war das noch überhaupt nicht der Fall. Ja, stimmt. Und jetzt kann man natürlich super immer die ganzen Beiträge teilen. Am Anfang hatten die auch noch einfach nur Bilder von irgendeinem Politiker, von irgendeinem Ereignis, aber hatten gar nicht so diese Infoposts. Und das ist jetzt auch irgendwie alles zusammengekommen, was dazu geführt hat, dass Instagram per se sehr, sehr politisch geworden ist. Stimmt, also Instagram, das Feelgood-Medium, schöne Bilder vom Essen, von der Party, das hat sich schon verändert, würdest du sagen, auch die politische Kommunikation. Ja, auf jeden Fall. Es ist viel ernster geworden. Ja, hast du denn so schlussendlich das Gefühl, dass soziale Medien eher ein Fluch oder eher ein Segen waren? Hat es geholfen, den Bürgern vielleicht zu vermitteln, was während Corona wichtig ist? Oder hat es das manchmal einfach nur schlimmer gemacht, dass man sich in dieser Spirale von Angst befindet? Interessantes Fazit. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Mehrheit der Bevölkerung den Corona-Regeln folgt und die auch befürwortet. Deswegen müsste man wahrscheinlich eine Zielgruppenbefragung machen unter denjenigen, die aktive Social-Media-Nutzer sind. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es eher geholfen hat. Insbesondere deshalb, weil ich glaube, dass das Vertrauen in so Influencer, die nahbar sind, insgesamt immer noch höher ist. Die werden ja als Privatperson wahrgenommen. Eher der Nachbar als der Politiker quasi. Genau. Also ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass das Vertrauen größer ist, je nachdem, was der Influencer dann auch vermittelt. Ne? Also auch da hat man ja unterschiedliche Meinungen, die ja demokratisch auch komplett legitim sind. Ne? Also es gibt da natürlich auch Beispiele, dass extremistisches Gedankengut dann auch über soziale Medien geteilt wird. Ja, auf jeden Fall. Das ist das große Risiko und das kann man auch mittlerweile gar nicht mehr richtig kontrollieren. Es trägt auch dazu bei, dass generell sich Gruppierungen insgesamt radikalisieren und spalten. Also es ist schwierig zu sagen, wie du merkst. Ich merk's, klar. Also politisches Instagram ist eine Chance während Corona, aber die Leute müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Das wird noch sehr, sehr spannend, jetzt auch im Hinblick auf die Wahl dieses Jahr, inwiefern sich das auch darauf auswirken wird, wie Wähler mobilisiert werden. Ja, auf jeden Fall, klar. Und wie das Parteien auch für sich nutzen. Also ich würde sagen, danke fürs Gespräch. Wir bleiben dran und schauen, wie Instagram sich entwickelt. Aber ich glaube, es ist auch klar geworden, dass einfach jeder eine Verantwortung hat, der soziale Medien nutzt, damit vernünftig umzugehen. Danke, Vivian, auf jeden Fall. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Website, Uncut News, auf die wird ziemlich viel verwiesen in den Gruppen. Da sind Sachen dabei, also hier, das ist einfach eigentlich plumper Antisemitismus,
getarnt als Israel-Kritik. Pandemie Nummer 2, kommende Krieg gegen Reichtum und Wohlhabende, also ganz, ganz komische Überschriften. Lasst uns Israel aus der amerikanischen Politik entfernen. Das ist mir allgemein aufgefallen, dass eigentlich die meisten Gruppen da auch irgendwo antisemitisch sind, was ich super gruselig finde. Und wenn man hier aufs Impressum geht, kommt halt keins. Ich glaube, das sagt eigentlich auch das meiste darüber aus. Es wird aber nicht nur auf Artikel von Verschwörungswebsites verwiesen, auch normale Nachrichten, Spiegel, Tagesschau, Welt, Fokus, alles ist mit dabei, werden da in diese Gruppen gestellt. Nur dann eben immer mit der ganz klaren Aussage, dass das ja Lügen sind. Ich habe krassen Respekt vor den Leuten, die diesen Shitstorm aushalten müssen. Also vor Politikern, die in Krisensituationen versuchen, das Beste für alle rauszuholen und so einem Hass und solcher Hetze ausgesetzt sind. Unterwegs mit unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und möchte ein bisschen mehr über Social Media und Corona von ihm erfahren. Jens, während Corona hast du ja auch angefangen, Social Media mehr zu nutzen. Du hast User Fragen stellen lassen. Glaubst du, dass da schon so eine Wechselwirkung zwischen Corona und Social Media besteht? Also erstmal vielen Dank, dass ich auch hier bei eurer Premiere Social Media dabei sein darf. Es ist beides. Ich habe ja vorher schon bei Social Media, glaube ich, relativ viel gemacht. Aber klar, mehr geht immer. Und wir haben vor allem aber dann ja gemerkt, in dieser Pandemie gibt es einen sehr, sehr großen Informationsbedarf einfach auf allen Kanälen, auf allen Ebenen. Das sehen wir übrigens ja auch bei den regulären Medien. Die Nachrichtensender haben Zuschauerquoten wie nie zuvor, die darüber informieren. Wir sehen das bei unserer Hotline, Hunderttausende, die anrufen, teilweise in der Woche. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir auch auf den Kanälen informieren und vor allem auch im Dialog. Also wir machen ja Informationen, aber ich versuche auch immer wieder auf allen Kanälen Dialogangebote zu machen und einfach Fragen zu beantworten und immer wieder zu erläutern, wie es ist und eine Stimmung hier auch mitzukriegen. Was würdest du sagen, ist da so ein der geeigneteste Kanal? Also ich finde immer, Politik und Social Media ist teilweise schwierig. Bei Twitter sieht man zum Beispiel häufig, dass Sachverhalte super verkürzt dargestellt werden. Das ist ja in der politischen Kommunikation auch so ein bisschen eine Herausforderung. Was würdest du sagen, ist denn so das beste soziale Medium, um in die politische Kommunikation mit dem Bürger zu treten? Also oft muss man ja politisch häufig sehr komplexe Sachverhalte auch ein bisschen kleiner darstellen, kann da nicht ganz in die Länge gehen. Würdest du sagen, da ist Twitter als Kurznachrichtendienst gut, Instagram hat viele Videomöglichkeiten, Facebook viele Kommentare. Was nutzt du da so am liebsten? Also es ist ganz unterschiedlich. Ich finde erstmal ist die Stimmung total unterschiedlich. Bei Twitter ist immer eher schlechte Stimmung und Aufregung. Also nicht bei allen, aber doch so in der Mehrheit gibt es da auch viel sehr, sehr ja, kritisch, darum geht es nicht, aber so radikal und zum Teil sehr unerbittliche Rückmeldungen. Bei Insta ist eher eine positivere Stimmung. Ein banales Beispiel, kein politisches. Wenn ich was poste, so aus einem halb privaten Zusammenhang ab und zu mal, sagen sie bei Insta, oh, freut mich für Sie, schöne Grüße. Und bei Twitter heißt es dann, warum arbeiten Sie nicht? So, das ist halt eine ganz unterschiedliche Stimmung. Die muss man halt auch einpreisen dann in der Frage, wie wir die Informationen aufarbeiten. Und dann finde ich, muss es auch einfach immer zum Kanal und zu der Adressatengruppe passen. Also ich bin jetzt auch kein Superexperte schon bei dem, was die 18- und 14-Jährigen so alle schon nutzen an TikTok und was es dann alles noch wieder gibt. Aber die haben ja alle so ihre eigene Logik. Also bei Twitter ist natürlich auch vielfach der Text mal einfach angesagt. Bei Insta ist dann eben auch nochmal möglich, Insta Live, finde ich, klappt gut, was im Dialog zu machen. Und ein privates oder ein halb privates, ich versuche eigentlich nicht zu privat das zu machen, weil ich finde, am Ende geht es ja auch darum, immer noch Verantwortung als Minister, wie kein Schauspieler oder so, aber dann eben doch ein paar Einblicke zu geben. Und das geht halt eher bei Insta, finde ich, passt besser zu Insta als zu Twitter. Also man wählt ja auch die Frage, was macht man wo, was machen wir wo, was mache ich wo, danach aus. Ich habe mal ein bisschen einen Selbstversuch gestartet in den letzten Wochen und bin ganz entgegen meiner eigenen Grundeinstellung zu Corona ein paar Gruppen auf Telegram beigetreten, die doch hauptsächlich, glaube ich, aus Leuten bestehen, die da nicht wirklich dran glauben, soweit es überhaupt eine Glaubensfrage sein kann. Ja. Okay. Und da ist natürlich extrem viel Emotion, extrem viel Wut drin, oft natürlich auch gegen dich gerichtet, als jemand, der einfach auch Gesicht von staatlichen Maßnahmen der Corona-Pandemie ist. Was macht das so mit dir? Ich meine, du möchtest hier die bestmöglichsten Ziele erreichen für die Bevölkerung und wirst trotzdem so stark so viel angefeindet. Auch das ist für mich immer beides. Das eine ist ja Kritik in der Sache, auch ruhig mal
bisschen harscher, kann ich, finde ich, mit umgehen, gehört ja dazu, weil wir machen ja auch echte Entscheidungen, die viel Härte bedeuten. Für viele im Alltag, soziale Härten, wirtschaftliche Existenzfragen, ganz viel. Und da sind natürlich auch Emotionen im Spiel. Ja. Das verstehe ich auch und das muss man, glaube ich, auch immer mitdenken. Schwierig wird es halt dann, wenn es unerbittlich wird, wenn also da überhaupt auch spürbar kein Dialog, das habe ich ja im Analogen auch manchmal, möglich ist. Oder wenn es einfach nur noch beleidigend wird, ja, runterputzend oder einfach alle nur Vollpfosten sind, nur derjenige selbst nicht und so. Davon gibt es reichlich. Ich frage mich immer, ob die das da alle einhacken, das genauso machen würden, wenn sie einem gegenüber säßen, einem sagen würden. Aber ich habe mir einfach für die eigene innere Ruhe und gute Laune angewöhnt, da auch gar nicht mehr so viel hinzugucken. Also die Grenze, die du so ziehen würdest, ist bei einer Beleidigung, wenn du merkst, das ist nicht einfach mehr Kritik an Maßnahmen, sondern ein komplettes Unverständnis der Situation oder... Unverständnis ist ja gar nicht das Problem, ja, sondern es ist ja was ganz Normales sozusagen. Ich verstehe auch manchmal Dinge nicht oder Entwicklungen oder warum jemand was tut. Das ist ja was anderes. Aber also ist eine fehlende Diskursbereitschaft oder... Ja, vor allem Beleidigung halt am Ende des Tages, wo ich halt immer auch ein bisschen einpreise. Deswegen nehme ich es jetzt auch meistens nicht einfach persönlich. Ja. Die wollen ja meistens nicht meiner Person was, die gibt es auch. Aber die sehen natürlich vor allem, dass das Amt, der Vertreter des Staates, derjenige, der Entscheidungen verantworten muss, dann auch repräsentativ. Und das versuche ich so ein bisschen dann auch zu differenzieren. Okay, also du versuchst das quasi nicht alles mit nach Hause zu nehmen und da zu sagen, das ist hier der Job und das kommt leider damit. Nee. Okay. Ich habe auch gemerkt in diesen Gruppen, dass man das gar nicht so pinpointen kann, von wem das jetzt kommt. Also es ist dann manchmal auch so sehr esoterisch angehaucht. Würdest du denn sagen, dass generell diese Meinungsvermischung, diese Meinungsbildung, die da gerade in solchen Gruppen oder auch generell im Internet passiert, einen großen Einfluss auf die Leute offline hat? Also ich habe immer wieder den Eindruck, auch das, was bei Twitter oder so an Stimmung ist, das ist wichtig wahrzunehmen, weil das eine Stimmung ist. Aber ich habe es auch nicht selten, es gibt ja Tage jetzt in der Pandemie, aber auch schon vor der Pandemie, da habe ich irgendwie 5 Shitstorms parallel. Ja. Weil irgendjemand irgendwas aus dem Zusammenhang gerissen hat, dann wird irgendwas gepostet, dann wird einem was unterstellt, dass man gesagt hätte, was auch immer. Und ich habe dann immer festgestellt, wenn ich dann auf Veranstaltungen war oder im Wahlkreis unterwegs war, dann bin ich nicht auf eines dieser Themen angesprochen worden. Und deswegen muss man immer sich bewusst machen, das ist ein Teil der Welt und der Realität. Und das sind auch Meinungen und Stimmungen, die wir wahrnehmen müssen und ich wahrnehmen will auch. Aber es ist nicht repräsentativ im eigentlichen Sinn. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Weder die Lobhudelei im Zweifel, noch der totale Verriss. Das muss man, finde ich, für sich klar haben. Übrigens nicht nur als Politiker, weil es kriegt ja jeder diese ganzen Reaktionen im Zweifel für jedes Posting hingekübelt. Und das finde ich einfach wichtig, das immer richtig einzusortieren. Das ist ein Teil dieser Welt, aber es ist nicht die Welt. Also es ist ja so ein bisschen die Schattenseite zurzeit, aber es gibt ja schon auch gute Seiten, die das Internet gerade hat. Ich denke da zum Beispiel an unsere Einkaufsheldenaktion von der Jungen Union. Man kann viele Leute erreichen, die Bundesregierung informiert. Es gibt Werbespots. Glaubst du, dass das hält sich und das Internet ist jetzt hier so kein Neuland mehr für uns, sondern wirklich entdeckt als Mittel, mit den Bürgern zu kommunizieren? Ja, das war es ja aus meiner Wahrnehmung vorher schon. Vielleicht jetzt noch mehr als vorher. Und das wird auch bleiben. Also es bleibt jetzt nicht nur für diese Pandemie, das bleibt ja auch für andere Dinge. Aber es ist eben was Zusätzliches. Mhm. Also die anderen Kanäle sind ja nicht weg. Wie gesagt, gerade die Nachrichten- oder Informationssendungen haben ja in dieser Pandemie einen Zuspruch erlebt, den sie schon lange, also alle haben ja schon gesagt, die sterben mal aus irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf einmal gibt es wieder ganz neues Interesse. Also das wird auch bleiben, glaube ich. Das stimmt. Auf einmal schaut jeder wieder Tagesschau. Aber es schaut halt nicht mehr jeder um 8 Uhr. Genau, schauen halt viele auch später zu Hause. Also Chance auf jeden Fall, auch problematisch. Ich finde, privat ist es gerade sogar so in der Corona-Zeit, dass ich vorher bestimmt auch mal gesagt habe, soziale Medien, wir stecken da alle zu viel Zeit rein. Ich bin noch im Studium, da denke ich mir oft, okay, jetzt Instagram auch mal beiseite legen. Aber momentan ist es ja auch eine große Chance, im Kontakt zu bleiben mit Freunden, mit Leuten. Würdest du sagen, das hätten wir ohne soziale Medien, hätten wir die Krise vielleicht nicht so gut überstehen können? Das glaube ich jetzt für diese Krise auf jeden Fall, weil der Kern der Bewältigung im Moment ist ja Kontaktreduzierung. Mhm. Weniger Leute treffen oder wenn, jetzt hier draußen geht's, aber sonst mit Maske, hier haben wir ein bisschen Wind, aber möglichst wenige treffen gleichzeitig. Weihnachten
Familie nicht treffen. Der Stammtisch, es reduziert Kontakte und gerade soziale Medien machen es natürlich möglich, im Kontakt zu bleiben. Das macht das Telefon schon, das Klassische. Aber was weiß ich, die WhatsApp-Gruppe, die Großeltern, die mitkriegen, was bei den Enkelkindern ist, ganz intensiv, gerade in der Zeit, wo sie nicht sehen können. Facebook Live, was auch immer live, Gruppenschalte, der Stammtisch, selbst mit dem Bier, das jeder vor sich stehen hat. Ich glaube, Schützenfest gab es dann auch noch in den Formaten. Das war ganz wichtig aus meiner Sicht und ist es auch in dieser Pandemie mit diesem Konzept von Kontaktreduzierung für viele, dass sie eben weiterhin merken, ich bin nicht allein. Also, dass man sich nah ist, obwohl man Abstand halten muss. Ja, auf jeden Fall. Also viele JUler sind ja auch eben dann noch politisch engagierten Vorständen, vielleicht auch mal in Kommunalparlamenten oder anderen. Da läuft ja jetzt auch auf einmal vieles online, digital. Glaubst du oder findest du, das sollten wir beibehalten? Oder meinst du, da fehlt dann doch was, wenn man sich eben nicht persönlich trifft? Beides. Also wir sollten es beibehalten, aber es muss halt auch, ich habe heute Abend zum Beispiel, ist jetzt Zufall, CDU-Kreisvorstandssitzung. Ich bin auch Kreisvorsitzender zu Hause, digital. Vorteil, jeder kann sie von zu Hause machen, ich kann sie aus Berlin machen. Sonst wäre ich natürlich daheim in Borken, in der Kreisgeschäftsstelle und wir würden sie da machen. Aber jetzt nur mal mit dem Beispiel auf den Parteitag. Es ist im Moment für mich und für alle wahnsinnig schwer, wirklich ein Gefühl für die Stimmung zu haben. Sonst wusste man ja irgendwie viel besser, was bewegt gerade die Delegierten, welche Themen beschäftigen sie oder jetzt auch, wie werden sie sich möglicherweise entscheiden und so. Man hat sich sonst getroffen und hatte nach so einer Kreisvorstandssitzung irgendwie ein Gefühl. Und das ist natürlich so digital nicht vermittelt. Wir sprechen über die Themen, ja, aber so das Gefühl ist nicht da. Ja, also das ist schon so ein kleines politisches Problem, meinst du? Ja, ich glaube, da geht was verloren. Das ist ja auch beim Ministerrat. Ich habe jetzt jeden Ministerrat während unserer Präsidentschaft digital geleitet, Videokonferenz. Das war einerseits gut, weil wir konnten uns austauschen und Entscheidungen treffen, ohne uns zu treffen. Aber das ging auch nur, weil ich die meisten persönlich kannte, schon vorher. Ja. Und anrufen konnte, wenn ich einen Kompromiss brauche. Kompromisse zu machen mit Leuten, die man noch nie persönlich mal analog gesehen hat, glaube ich, geht einfach nicht. Ein richtig guter Kompromiss in einer echt schweren Phase, ob es Europa ist, Koalitionsverhandlungen oder irgendein Streit daheim im Kreisvorstand. Kompromisse gehen aus meiner festen Überzeugung auf Dauer nicht digital. Da muss man sich in die Augen schauen und Gefühl füreinander haben. Okay, super. Dann ist es, glaube ich, umso schöner, dass wir uns hier heute in die Augen schauen konnten und das noch geschafft haben, mit genug Abstand und frischer Luft persönlich darüber reden zu können. Jens, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn du gerade super viel unterwegs bist. Wir werden ja in den sozialen Medien noch weiter verfolgen können, was du machst. Danke fürs Gespräch. Dankeschön für die Gelegenheit und dass ich, wie ich jetzt gelernt habe, Role Model sozusagen sein durfte, weil ich der Erste bei diesem Format bin. Ist jedenfalls eine tolle Idee. Es klappt im Dunkeln in diesen besonderen Winterzeiten, aber ich denke dann auch zu allen Tages- und Jahreszeiten. Also alles Gute der Jungen Union und bis bald und zum nächsten Mal. Super, Dankeschön. Leute, ich muss euch was sagen. Corona gibt es nicht. Jens Spahn ist ein Ex-Mensch und wir alle werden zwangsgeimpft. Nee, jetzt mal ehrlich, ich habe die letzten Tage mitgelesen, habe auch Bereitschaft gezeigt, mir mal Nachrichtenlinks anzugucken, bin auf Videos gegangen und ich habe absolut kein Verständnis dafür, wie man da mitmachen kann und wie man darauf reinfallen kann. Es wird nicht mal versucht, seriöse Quellen zu zeigen. Von unverhohlenem Antisemitismus und Nazi-Vergleichen bis esoterischen Grüßen ist alles mit dabei. Ich fand es super erschreckend, wie viele Leute in diesen Gruppen sind, dass das einfach ein Teil unserer Gesellschaft ist und dass man auch nicht wirklich sagen kann, dass es eine homogene Gruppe ist. Es war alles dabei, von Echsenmenschen bis Corona ist nur eine Erkältung, wo man auch merkt, dass die Grenzen so ein bisschen verschwimmen. Es ist schon bei manchen eine Bereitschaft da, Nachrichten so aufzufassen, wie sie sind, aber bei anderen halt überhaupt nicht. Ich glaube, wir können das nicht einfach ignorieren. Wir müssen irgendwie versuchen, die Leute schon noch mitzunehmen. Wir müssen auch als junge Menschen versuchen, soziale Medien positiv zu nutzen in dem Hinblick. Und es ist einfach schwierig zu unterscheiden, wo sind es absolute Spinner, wo wir einfach sagen müssen, okay, das ist überhaupt kein Bezug mehr zur Realität. Und wo sind es einfach Leute, die unsicher sind, die nicht wissen, wie es weitergeht in diesen Zeiten und wen können wir noch mitnehmen. Schlussendlich kann man, glaube ich, sagen, die Maßnahmen sind hart. Und wir alle leiden irgendwie darunter. Aber sie sind eben auch notwendig. Es liegt jetzt an uns, das Ganze so transparent wie möglich zu gestalten, damit viele Leute verstehen, wieso wir uns gerade einschränken müssen. Und dann ist es einfach so, wir kommen nur als eine Gesellschaft gemeinsam durch diese Pandemie.